Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge. Bioshock 2, Minervas Den sind wir. Ja, und wir sind jetzt hier in einem wunderschönen, nun ja, wo sind wir denn eigentlich? In einem Archiv, ne? Wir haben hier noch ein paar Quests offen. Ich würde natürlich schon ganz gerne die ganzen Staubsaugerroboter irgendwie, ne, platt machen. Wäre schon was Schönes. Aber ja. Müssen wir sehen, ob wir das noch schaffen, ne? Ich gucke ja schon überall nach, aber... Ja. Wenn ihr was seht und ich es vielleicht übersehen habe, schreit er bitte. Okay. Danke. Wollen ja schließlich auch das Achievement haben. Gibt es doch bestimmt wieder eins dafür. So, dann gucken wir jetzt erstmal, was hier hinten los ist. Ich meine... Los. Gut. Da, da hinten scheint auch erstmal einer. Ja, der scheint uns auch verlassen zu haben, da hinten. Explosionszelle. Du hast explosive Ionenlasermunition erhalten. Halte zum Aufladen gedrückt. Lass wieder los, wenn der Laser komplett aufgeladen ist, um einen verheerenden Explosionsangriff durchzuführen. Okay. Ja, hier fliegt immer noch so ein blödes Viech rum bei mir hier im Zimmer und ich krieg's aber gar nicht so richtig raus, wo es ist. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir erstmal hier oben lang. Okay, ob das gut war, erst hier oben lang zu laufen. Ja, lass uns mal unten lang laufen. Oh, Portemonnaie ist voll. Da oben ist noch ein Plasmid. Das sieht eventuell wie Feuer aus. Das würde mir natürlich auch sehr gut gefallen. Das war ja immer so mein Liebstes. Ein paar Nieten. Hier haben wir auch noch ein paar Nieten. Alles klar. Ich sollte also mal mehr Nieten wieder verwenden. Und dann hacken wir hier natürlich wieder ein bisschen, ne? Ist klar. Ja. Auch wenn wir es erstmal nicht brauchen. Oh, was? 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 Donnerwetter. Ja, gut. Schade. Raketensperr ist auch erledigt. Dann, Alter. Kann ja gar nicht viel machen hier. So, du lebst aber noch, ne? Okay. So. Den haben die Dinger vor uns schon platt gemacht. Ah, wunderschöne Musik. Auch wenn das wieder bedeutet, dass YouTube wieder alles wegclaimt. Oder auf YouTube wieder alles weggeclaimt wird. Aber das macht ja nichts. Es geht hier ums Spiel und um nichts anderes. So, okay. Was haben wir da? Phosphor. Oh, Schrot. Das heißt, ich krieg doch noch eine Schrotflinte. Oh, nochmal Explosionszellen. Alter Schwede. Nochmal Phosphorschrot. Wir bekommen also doch eventuell nochmal eine Schrotflinte. Sehr schön. Würde mir auch gut gefallen. So. Sehr gut.
Was haben wir hier? Da geht's nur runter. Ah ja. Na gut, wenn wir jetzt einmal hier sind, lass uns doch schon mal hier oben ein bisschen rumgucken. Bandagen. Hey, ich mach bloß meine Arbeit. Und so wie diese Trottel sich aufführen, machen sie sich nur selbst das Leben schwer. Mr. Ryan muss ein Auge darauf haben, was gewisse subversive Elemente über die Archives in Umlauf bringen. So sieht's doch aus. Glauben diese Linken vielleicht, die Banditen werden so nett sein und ihre Pläne an den Zentralrat schicken, mit so einem Schleifchen obendrauf? Bei Mr. Ryan ist das so. Entweder man ist für ihn oder man ist gegen ihn. Gewöhnt euch dran. Genau das ist das Problem. Ihr habt immer nur irgendwie die Extreme, ihr habt nie einen Mittelweg und... Ja, aber so ist es ja heutzutage auch nicht anders. Wir sollen ja auch ständig überwacht werden. Weil es könnte ja irgendwann mal ein Böser darunter gewesen sein und dann... Ne? Haben sie wenigstens gleich von allen die Daten. Von immer und überall und was auch immer. Und dann kann man ja ganz bestimmt einen finden. Einen Bösen. Na, aber sowas von bestimmt kann man das. Mhm. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Hat ja auch in der Vergangenheit immer so super geklappt. Ne? Hier. Okay. Dann lass uns doch mal noch ein bisschen Schrot mitnehmen und... Ja, gut. Ja, gut. Mehr machen wir nicht für den Schrot. Die Lancer sehen wir aber ganz schön oft und auch immer ganz schön tot. Ich weiß nicht, ob das so prickelnd ist. Ich meine, die waren doch eigentlich dafür gedacht, dass sie die höchst entwickelten sind und bla 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 und tralala. Und alles ist so super und toll, aber das sieht gerade nicht so aus, als wenn das so super und toll ist. Ah, was haben wir denn hier? Hä? Geht das hier gar nicht weiter? Doch. Oh, hier ist das Tonikum. Das ist das Tonikum, was wir brauchen, ne? Oder das Plasmid. Gravity Bell. Ein Schwung aus dem Handgelenk. Ein Strudel der Zerstörung. Wirf einen superdichten Ball Flüssigkeit, der ein starkes Vakuum erzeugt, wenn er explodiert. Materie in der Nähe wird in sein Zentrum gesogen und mit enormer Wucht weggeschleudert. Okay. Entfernen Sie Gerümpel oder Gegner. Vergeblich strampeln Sie gegen den Sog von Gravity Well. Müssen wir mal ausprobieren, ne? Der Finker weiß, was du damit vorhast. Und er ist nicht glücklich darüber. Mhm. Meinst du, dass er das wirklich weiß? Porter hält seinen sprechenden Computer für einen harmlosen Spaß. Er spricht wie ein Mensch. Soll er nur ein Spielzeug sein? Nein. Ich höre,
Ryan wird langsam paranoid wegen diesem Fontaine. Würde Porter als Krimineller hingestellt, dann hätte ich den Finker für mich allein. Dann könnte ich die Maschine alles Mögliche vorausberechnen und vorhersagen lassen. Rund um die Uhr. Dann würde das Ding mal richtig Geld bringen. So, wie es gedacht war. Pfusch du nur weiter rum, Porter. Deine Zeit läuft ab. Bitte sehr! Finker, warum? Okay, das ging ja mit dem Gravity Well, ging das ja gar nicht mal so gut. Ich dachte, ich probiere das gleich mal, aber naja. Gut. Ja. Ist dann doch nicht so weit geflogen, weil eigentlich sollte das dahin bis zu den dreien. Aber naja. Gut. Verbandskreis. Nein, wir hacken erstmal kurz den Safe hier. Ja. Gut. Ist auch wieder mehr, als wir jemals brauchen hier anscheinend. Lass uns mal noch was ausprobieren. Ein bisschen Kaffee, Verbandskasten haben wir nicht. Gut, dann. Na, komm, da waren noch Nieten. Okay. Die nächste Little Sister, die du ausbeutest oder rettest, bewirkt, dass eine Big Sister erscheint und dich jagt. Sobald du mit der nächsten Little Sister fertig bist, musst du bereit sein, um dein Leben zu kämpfen. Das kennen wir ja schon. WB Launia, WB. So, komm, einmal adoptieren. Na, ja, wie so eine Süße. So. Okay. Ich glaube, wir sollten tatsächlich auch. Ja, machen wir gleich. Ich glaube, wir sollten tatsächlich auch hier dann das abgeben und versuchen, die Big Sister zu rufen. Ich denke, das könnte hier ganz hilfreich sein. So. Okay.
Raketensperre haben wir. Ich glaube, die könnten bei der... Big Sister auch ein bisschen was Positives machen. Also, für uns positiv, für sie negativ. Was? Oh. So. Alles subi. Natürliche Tarnung. Brauchst du etwas Ruhe und Frieden? Dann verwende natürliche Tarnung und hör einfach auf, dich zu bewegen. Schon wirst du unsichtbar. Und denk dran, nicht zu sehen heißt zu glauben. Ja. Genau. Ja, komm. Lass uns das mal austauschen. Ich glaube, der Eve-Link ist jetzt nicht so... Hallöchen, Big Sister, ne? Daran arbeiten wir noch. Unmöglich. Meinst du? Das ist halt wirklich unmöglich. Da. So dann. Ach, da ist er. So, warte mal. Oh, ein bisschen Geld. Oh, Portemonnaie ist voll. Ah, da brauchst du kein Geld mehr. Ach, Arken, ist doch völlig okay, wenn dein Bett dich nicht hergeben möchte und du dann dafür ein wenig rausschläfst. Ist ja alles in Ordnung. So, dann. Genau, also, ja, doch, ich würde schon sagen, wir hätten hier eine Möglichkeit, eine ganz gute, die, dass wir die Little Sister hier abgeben, also da zum Beispiel, und dann haben wir ja da eine Kamera, da hinten einen anderen, wir haben nochmal da drüben dann den nächsten zum Verbessern, ja, also zum uns mit beschützen und sowas. Doch, ich denke, das könnte schon ganz gut klappen. So, was ist denn, Madame? Ja? Wo bist du? Ja. War ja nirgendwo. Okay. Ja, dann gehen wir auch gleich hin. Sekretärinnen haben wir in Biberfluss. Aber die sind auch. Das ist so meine Mutter. Hä? Wie sind du? Ach, da! Oh, fallen lassen! Da bist du. Oh, okay. Gut, dann. Wir machen. Wo machen wir denn am besten? Lass mal hier. Dann lass mal hier. Und. Ah ja, doch. Das machen wir auch. Jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen vorbereiten. Tut mir leid. Aber das muss sein. So. Ja, gut. So, dann gehen wir wieder auf die. Schrot lassen wir. Den lassen wir auch. Ja, doch, den lassen wir auch mal da. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mit Speeren arbeiten werden. Auf jeden Fall gehen wir noch mal ein paar Geschütze hin. Machen hier eins. Und ich glaube, wir machen da eins. Dann werden wir mal sehen, was jetzt passiert.
Okay. Da nehmen wir erstmal den wieder ins Visier. Da nehmen wir das. Der normale. Okay. Ich fühle, wie es mich anstarrt. Die ganze Zeit. Dieses komische Ding mit seinen... Gut. Ja, da war sie dann wohl hier hinten unterwegs. Und wir machen jetzt mal schnell die Säde. Schlafende Engel leuchten. Äden leuchtet. Mhm. Oh ja. Ich mach dich wieder leicht wie eine Feder. Ja. Dann wunderbar. Sind wir jetzt wieder zusammen, Daddy? Ja, sind wir. Sind wir, kleine Maus, sind wir. Uns kann niemand so schnell trennen. Oder? Was sagst du? So, da haben wir noch eine Eve. Dann nehmen wir die restlichen erstmal wieder auf. So, das heilen wir kurz und dann holen wir uns schnell noch einen Verbandskasten. So, das haben wir. Das passt. Okay, wunderbar. Wieder mit. Bum. So. Okay. Haben wir hier oben noch welche? Nö, noch. Ah, doch, da sind noch welche. Sehr gut. Alles klar. Gut, wo ist das nächste Eden? Wo ist das nächste Eden? Ah, da haben wir noch welches. Dann holen wir uns das, würde ich sagen. Aber, wie immer, machen wir das allerhöchstens in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und High Five. Cheerio.